So, bei der UFC gab es wieder jede Menge geile Kämpfe. Wir werden uns heute einen Heavyweight-Kracher anschauen, und zwar Sergej Pavlovich gegen Curtis Blaydes. Pavlovich, absolut brachiale Power in seinen Händen. Ich weiß gar nicht, wie viele K.O.s er insgesamt hat, aber ich habe ein paar Kämpfe bei ihm gesehen, von ihm gesehen bei Fight Nights. Ich glaube, seine vorherigen Kämpfe, 4 oder 5 Kämpfe, hat er alle durch K.O. in der ersten Runde gewonnen. Ja, für Curtis Blaydes. Der Sieg zum Schlüssel ist sein Ringen. Er muss den Takedown bekommen. Ich würde ihm nicht raten, zu lange im Stand zu bleiben. Ich denke, auf ringerischer Ebene plus am Boden hat er auf jeden Fall die Nase vorne. Für Sergej Pavlovic gilt es natürlich, den Kampf auf Distanz zu halten und knackige Kombinationen abzufeuern, um Curtis Blaydes K.O. zu schlagen. Mein Traumkampf ist Pavlovic gegen Gane oder Pavlovic gegen Ngannou. Beide gleiche Größe. Reichweitentechnisch, es gibt keinen Vorteil in dem Sinn, dass irgendjemand draußen bleiben muss. Wichtig, der Schlüssel für Curtis Blaydes, feinten, nicht warten auf Pavlovich. Pavlovich, exzellente Kombinationen, hat einen schönen Reset, wer sich das mal angeschaut hat. Nach rechten Hand, sauberer Jab, sehr gutes Boxen, Bomben-Matchup. Bevor es losgeht, wer seine Leistungsfähigkeit und seine Gesundheit optimieren möchte, schaut beim Marktführer ESN vorbei. Dort findet ihr Proteine, Vitalstoffe und diätunterstützende Lebensmittel. Mit dem Code T800 gibt es mindestens 10%. Not a lot of guys are as big as Pavlovich, but let me tell you, Blaydes is one of them. These are two huge men. And a tiny octagon too. Very small octagon compared to them. Ja, Curtis wartet zu viel, muss aktiver sein. Direkt von Anfang an muss er diktieren. Ganz wichtig, dass er seinen Rhythmus findet und den Rhythmus von Pavlovich stört. Pavlovich says, once I start hitting his chest and punching him, he won't be shooting. Man merkt schon, Pavlovich hat sehr viel Vertrauen in seine Hände und in sein Kinn. Und er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er ein sehr gutes Kinn hat. Also er kann auf jeden Fall auch mal einen harten Punch nehmen und weiß natürlich, dass er Dynamit in den Händen hat. Nice jab. Oh, attacked by Blaydes. Ja, gut getroffen von Blaydes. Aber das Problem bei Blaydes ist, er trifft und resettet nicht sauber. Er bleibt parallel stehen. Pavlovich schlägt mit und trifft ihn. Und wenn diese Kombination, diese Schwinge einschlagen, dann hinterlässt es natürlich sofort Spuren. Ja, Blaydes muss sein Ringen implementieren, muss auch die Gefahr seines Ringens aufzeigen in Form von Level Changes, finden, dann dieses Boxen darauf aufbauen und am Ende des Tages den Clinch oder den Takedown suchen. Ja, Pavlovich has the number one active knockout streak in the UFC. I mean, what a schöner Low Kick. Well, no doubt at this level, if you can't let your hands go and get your opponent to fear your striking, it's really hard to set up your wrestling. Ja, der konterlinke Haken ist gut, was er versucht, aber er muss nachsetzen, er muss ihn nutzen dafür. Für einen Setup, für sein Ringen, für andere Kombinationen, mit Kicks kombinieren. Diese Single Punches sind, ja, werden ihn auf keinen Fall zum Erfolg führen. Schöner Low Kick. Oh, schöne Overhand. Auf den hinteren Teil hinterm Ohr. Sehr sensibel. Gleichgewichtssinn. Ja, das ist gut. Diese Level Change finden braucht Blaydes, um sein Game aufzubauen und sein Ringen zu implementieren. Level Change. Of course, Pavlovich is at his most dangerous in the first 5 minutes. There's one. Schöner Jab. Pavlovich hat connected. Uppercut ist drin. Overhand hinters Ohr wieder. That's what Blaydes needs to do here. I can't believe he's just standing and exchanging with Pavlovich. Nein, nur mit Setup, nur mit Setup. Curtis braucht das Setup. Das defensive Ringen von Pavlovich hat er schon gegen viele Gegner bewiesen, ist sehr stark.
First shot denied. That work in American top team being put to use for Pavlovich. Schöner Jab zum Kinn von Pavlovich. The hand speed of Pavlovich is just too much right now. It's just quicker. Good accuracy too. That uppercut squeaking right there. Oh, it's the jab. Schöner Jab. Very nice. Oh, Blaze, look at the clock. And with 2 minutes left, that's not what you want to see. You want to see a single leg or something if you're Blaze. Anything ball in the clock. He can't. Der kann dort nicht stehen bleiben. Uppercut trifft. Pavlovich hat einfach Granithände. Ich glaube, 5. oder 6. Erstrunden-K.O. von Pavlovich. Jetzt ist er Nummer 3 gewesen. Ich bin gespannt, wie es für ihn weitergeht, wen er als nächstes kämpfen wird. Ich denke, nächstes Jahr sehen wir ihn auf jeden Fall für den Titel, wenn nicht Ende dieses Jahres. Das wäre auch auf jeden Fall ein interessanter Kampf gegen John Jones. Wobei ich denke, dass John Jones einfach zu kompletter Kämpfer, hoher Fight-IQ. Ich denke, dass Pavlovich auf jeden Fall keine guten Chancen bei Jones hätte. Aber am Ende des Tages ist es ein Kampf und John Jones kocht auch nur mit Wasser. Ladies and gentlemen, the end comes at the official time. 3:08, round number 1. Referee Mark Goddard puts a halt to this fight. Your winner by TKO, Sergei. Totale Performance. Ja, ich bin gespannt, wen Pavlovich als nächstes kämpfen wird. Ich denke noch 1 oder 2 Kämpfe, dann wird er seinen Titelkampf bekommen. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie es für Curtis Blaydes weitergeht. Ja, es gab noch viele geile Kämpfe auf der Karte. Wir werden uns auf jeden Fall noch ein paar anschauen. Bis zum nächsten Video.